leave us, just watch. Late night, I go uptown. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kanalvorstellung hier auf meinem Kanal. Heute sind wir auf dem Kanal vom Alien Rookie. Jawohl, der ist heute dran. Falls ihr euch bewerben wollt, wie geht das? Unten in der Videobeschreibung stehen die Kanal-Bewerbungsanforderungen. Ja, seit neuestem. Ich habe die vor einer kurzen Zeit mal geändert. Unten stehen jetzt immer drin, weil mich viele immer fragen, was muss ich denn erfüllen für Anforderungen, damit ich hier mal mitmachen kann. Schaut unten in die Videobeschreibung rein. Die stehen ab sofort immer unter jeder Kanalvorstellung. Also heute legen wir los. 109 Abonnenten hat der Alien Rookie, 4432 Aufrufe und ist seit dem 30.09.2012 mit dabei. Das heißt, in dem Jahr auch schon dann sein viertes Jahr. Also insgesamt wären es dann 4 Jahre. Ist auch eine beachtliche Zahl. Gibt's auch nicht mehr so häufig, dass YouTuber so lange durchhalten. Gibt ja auch YouTuber, die wechseln ab und zu mal ihre YouTube-Kanäle, machen dann viele Neustarts und dann hören sie irgendwann komplett auf. Naja, okay. Wir schauen in die Beschreibung rein. Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal. Hier erwarten euch Videos darüber, was ihr wem zu welchem Anlass schenken könnt und gelegentlich auch News. Reviews rund um Technik und natürlich Technik an sich natürlich auch. Als GoPro-Fan kommen zu dem Thema natürlich auch Videos bzw. Bilder auf meinem Instagram-Account unten verlinkt. Da, unten verlinkt. Liebe Grüße, Alien Rookie. Was sind seine Ziele, also seine Abo-Ziele für dieses Jahr? 50? Hat er schon. 100? Hat er auch schon. 150 und 200. Das wären meine Ziele für das Jahr 2016. In Skype heißt der Simple Plan 1000. Ich denke mal, die 200 Abonnenten, wenn du so weitermachst, die kannst du in dem Jahr, kannst du die noch hinkriegen. Klar, gar keine Frage. Ja, und der kommt auch wieder aus Österreich. Das hatten wir im letzten Part, glaube ich, auch, ne? Der letzte Kanal, den ich vorgestellt habe, kam ebenfalls aus Österreich. Also sehr viele Österreicher bewerben sich jetzt in letzter Zeit irgendwie. Aber okay, ich habe ja nichts gegen Österreicher. Ist ja schon schön und gut. So, und das ist wie gesagt ein Thema, da kenne ich mich so gar nicht aus. Also mit so Technik und mit der GoPro. Ich bin froh, wenn ich weiß, wie ich mit meiner Vlog-Kamera umgehen muss. Oder wie ich damit umgehen kann. Und deswegen, ja, er hat unter anderem zuletzt hat er ein Review gemacht zu der GoPro Hero 4. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Basiswissen Part Nummer 1. Den habe ich mir mal ein bisschen angeschaut. Ebenso das hier. Die Bluetooth Mini Speaker. Das braucht ein bisschen mehr Zeit. Nee, Quatsch, das braucht ein bisschen mehr Zeit. Deswegen hat er da gesagt, er macht in 2 oder 3 Parts, möchte er das gerne unterbringen, weil es ist doch ein bisschen umfangreicher. Und ansonsten, ja, wie gesagt, hat er noch sich zu ein paar Themen geäußert. Hier unten zum Beispiel, das sticht sofort rein, die Schattenseiten der WM 2014. Ja, da gab es ja am Rande immer wieder Proteste und gab auch immer wieder kleinere Anschläge leider. E3 zum Beispiel. War auch mal ein Thema, eBay gehackt und Google im Kaufrausch zum Beispiel. Das heißt also, wenn ihr Technikfreaks seid, falls ihr auch gerne eine GoPro haben wollt oder falls ihr eine GoPro habt und nicht wisst, wie ihr damit umgehen sollt, schaut auf dem Kanal vom Alien Rookie mit dabei. Ich werde jetzt gleich noch eine Szene von dem neuesten Video hier reinschneiden. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, teilt das Video auf irgendwelchen Plattformen, erzählt es euren Freunden und falls ihr euch bewerben wollt, schaut bei mir vorbei in der Videobeschreibung, dort stehen die Anforderungen und der Kanal vom lieben Alien Rookie ist auch verlinkt. Ich wünsche dir weiterhin viel Glück, also ich denke mal, dass du das weiterhin gut machen wirst und die 200 Abonnenten, wenn es so weitergeht, denke ich mal, wirst du auch in dem Jahr noch erreichen. Gar keine Frage. Also, würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao! Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr dem Titel sicher schon entnehmen konntet, geht es heute um die GoPro bzw. das neueste Modell, die GoPro Hero 4. Diese Liste ist aber meiner Meinung nach ziemlicher Schwachsinn, weil die gehen nur bis 64 GB, aber ich wollte halt eine größere Speicherkarte haben. So, wenn man die SD-Karte mal woanders aufbewahren möchte, so ein kleines SD-Karten-Case. Dann, was ist das?